Vielen Dank und herzlich willkommen im Werkel in Bürgerhof, selbstverwaltete kulturelle Freiräume. Über das Werkel brauche ich nicht viel erzählen. Ich kann euch nur bitten, besucht unsere Homepage werkel.org. Dort steht alles, was wir sind, wer wir sind und was wir tun. Und heute Abend Kabarett, also GLB Kabarett Happening mit 6 Kandidaten. Es sind 5 da. Der eine fehlt. Wir hoffen, dass er noch kommt. Und ich werde euch nur kurz noch über die Notausgänge. Also wir haben 2 Notausgänge. Da ist der eine und der zweite ist das Fenster. Es ist nicht hoch, also es sind nur 2,5 Meter, also falls was passiert. Bist du auch wählbar? Im nächsten Jahr. Ja, und den heutigen Abend wird die Nadja Bacher moderieren und ich werde sie jetzt gleich rufen. Nadja? Nadja Bacher! Ja, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Anmoderation. Schön, dass diesmal so viele gekommen sind. Das ist ja wunderbar, obwohl die Konkurrenz eigentlich sehr groß ist. Wunderschönes Wetter auf der Donauinsel spielen Innkeepers und Muse, also vielen Dank, dass Sie da sind. Sie werden es nicht bereuen, das kann ich Ihnen garantieren. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie alle da sind, also jeden Einzelnen. Danke, danke, danke. Es ist heute das Finale des großen Kabarett Happenings vom GLB und diesmal wird es nicht nur ein Publikumsvoting geben, sondern auch ein Juryvoting. Und ich möchte gleich die Jury begrüßen, dass ist zuerst mal die Birgit. Dann die Andrea Reinmacher. Und die Dame. Das ist der Chef und GLB persönlich. Willkommen. Durststrecke sein, von Lachen zum Lachen. Ich werde Sie fast durch den Abend führen und ich beginne gleich mit dem ersten Kandidaten, mit Wolf Morrison. Er hat vor langer Zeit einmal Arnold Schwarzeneggers Gehirn nach Amerika geschickt. Es wurden Filme über ihn gedreht, er dreht selbst Filme. Diesmal wird er etwas aus seinem Kabarett-Schaffen präsentieren. Alle Infos gibt es auf www.wolfmorrison.com. Viel Vergnügen! Dankeschön, danke. Eine ganze Menge hat sich verändert, seit ich vor genau 9 Jahren hier auf dieser Bühne, an diesem Tag, mein allererstes Kabarettprogramm gespielt habe, Arnold Schwarzeneggers Hirn erobert Amerika, wo ich mit Schnitzelkopfer, Motorsäge und Beißzammer bewaffnet nach Amerika geflogen bin, um dem damaligen Präsidenten, dem George W. Bush, ein Hirn einzupflanzen. Ui, 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 das ist ganz schön schief gegangen, wie wir heute alle wissen. Der Bush, der leidet heute unter schwerem Alzheimer, der kann sich gar nicht mehr daran erinnern, was der alles angestellt hat. Dass er mit seinen Kriegen tausende von Menschenleben auf dem Gewissen hat, das weiß der heute gar nicht mehr. Dafür ist er unter die Maler gegangen. Angefangen hat er als Maler von Hundebildern. Sieht man dann Flocki in der Hundehütte. Dann ist er weitergegangen, hat Politikerporträts gemalt. Barack Obama, Wladimir Putin, Angela Merkel. Wilderweise schauen die alle aus wie sein Hund. Ja, der hat den Malstil eines 3-Jährigen. Da liegt der Hund begraben. Auch Arnold Schwarzenegger hat sich mittlerweile aus der Politik verabschiedet. Der macht jetzt das, was er am besten kann. Schlechte Filme drehen. Und mit Barack Obama ist frischer Wind ins Weiße Haus eingezogen. Der hat nur das Pech gehabt. Die 8 Jahre Scheiße, die ihm der Bush einbrockt hat, sind ihm mit voller Wucht entgegenflogen. Die Amerikaner haben aber geglaubt, der ist sowas wie der neue Messias, der neue Wunderwutzi, der über Wasser wandeln kann und Scheiße in Gold verwandeln kann. Leider ist er nur ein Mensch und darum sind die jetzt alle besser auf ihn. Dabei geht es den Amerikanern heute wirtschaftlich weit besser als damals unter dem Bush, aber man kann es nicht jedem recht machen. Auch in Österreich hat sich eine ganze Menge verändert. Wir haben ja damals noch unter dieser schwarz-blauen Regierung geächtzt. Bundeskanzler war so ein kleiner mit so einem riesen Marschall.
da ist er. Der hat nichts gehört, der hat nichts gesehen, der hat nichts bemerkt. Nimm den, hast du dann fahren lassen können. Riechen Sie das? Nein, was denn? Gerade dann fahren lassen, stinkt 10 Kilometer gegen den Wind. Nein, ist mir nicht aufgefallen. So einer war das. Hat sie mittlerweile auch schon aus der Politik verschüsselt. Seine Leute haben geheißen Grasser, Strasser und Riesbasser. Riesbasser hat sie mittlerweile vom Herrn Passer scheiden lassen und die Politik hinter sich gelassen. Strasser sitzt mit Fußfesten am Thron. Grasser schwitzt. Mein Name ist Grasser, ich weiß von nichts. Oder Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Wer ist der Unschuldigste im ganzen Land? Der du, Karl-Heinz. Herr Richter, ich bestehe darauf, der Spiegel muss als Zeuge einvernommen werden. Er kann meine Unschuld beweisen. Aber auch für den Spiegel gilt die Unschuldsvermutung. Ja, und in diese Zeit fällt ja auch das Hypo-Debakel, ne? Der Eurofighter-Skandal. Wobei die Eurofighter waren ja ganz wichtig. Ne? Aber wenn die Leute alle sagen, so ein Klampert, die schießt in die Luft und die stürzen gleich wieder ab. Die waren wichtig, die haben wir gebraucht. Ja, ich meine, waren erstens ein Schnäppchen, haben ein paar Milliarden gekostet, das ist nichts. Ich meine, den Schoder habe ich da in der Tasche einstecken, ja? Nix. Und dann, wir sind ein neutrales Land, das heißt, wir werden wahrscheinlich nie in einen Krieg verwickelt werden. Aber, wenn einmal der Russe einmarschiert, ja, Wladimir Putin, der will uns einen Wodka, weil sie haben daheim einen Wodka ausgesoffen haben, dem zahlen wir unsere Eurofighter, der fällt verlochen tot um. Ja, tot ist mittlerweile auch die rot-grüne Koalition, weil der Häupl seinen Koalitionspartner bei jeder Gelegenheit voll an dem anderen lässt. Na klar, der möchte da in Wien die Alleinherrschaft haben, der möchte auch so ein kleiner Diktator sein. Aber vielleicht kann er sich ja da mit Herrn Putin zusammensetzen. Der hat sicher ein paar super Tipps für ihn auf Lager, wie man mit seinen politischen Gegnern umgeht. Aber ich sollte aufpassen, was ich über Putin sage, ne? Weil seine Gegner werden erschossen, vergiftet oder verschwinden für auf Nimmerwiedersehen irgendwo. Also, vielleicht sehen wir uns da heute das letzte Mal, ne? Ja, die Wahlen im Herbst werden dann zeigen, wie ein Häupl-Kurs angekommen ist. Weil, wir haben sie dann in der Hand, oder? Dacht ihr das wirklich? Blödsinn. Gar nichts haben wir in der Hand. Das Einzige, was ich in der Hand habe, ist der Morgenständer in der Früh beim Winkeln. Nein, nein. Wir sind ja immer nur sowas wie eine Art Kaisermonarchie. Bei uns wird das gemacht, was schon seit Jahrzehnten gemacht wird. Wurscht, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, aber bloß nichts Neues. Ja, nein, bloß keine neuen Wege beschreiten. Lieber irgendwelche festgefahrenen alten Pfade breittreten und für immer auf der Stelle treten. Nein, nein, bloß nichts Neues. Ich sag Mut zur Wahrheit, statt nur kuschen und alles vertuschen. Denn wenn wir nur wie die Schafe der Herde nachlaufen, werden wir bald alle blindlings in den Abgrund stürzen. Gegen einen Strom schwimmen oder seine eigene Meinung vertreten. So schaut es nämlich aus, aber ich denke und das ist ganz, 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 ganz schlecht. Weil es denkender Mensch, wirst du in Österreich schon so ins Eck gestellt, ui, das ist ein Spinner, das ist ein Querulant, das ist ein Außenseiter. So was wollen wir da nicht haben, weg damit. Ja. Ich erinnere mich noch an die Heide Schmidt, Gründerin des Liberalen Forums, ehemalige Präsidentschaftskandidatin, hochintelligente Frau, rhetorisch brillant, tolle Politikerin. Und was war damals bei der Präsidentschaftskandidatenwahl? Sogar der Lugner hat mehr Stimmen gekriegt als sie. Der Lugner, der kann nicht einmal gescheit Englisch, ja? Also bitte, na, intelligente Politik, das weiß ich nicht, ist in Österreich noch nicht so wirklich angekommen, ja? Man hört nur auf die, die am lautesten schreien und plären. So Leute wie der Häupl, der Pröll oder der Strache. Ja, Strache, der stellt jetzt den Kanzleranspruch und Bürgermeister von Wien möchte auch noch werden. Also was jetzt bitte? Gut, ja, okay, wenn Werner Weimann Bundeskanzler werden kann, jo. Ja, dann ist alles drinnen. Aber das mit dem Bürgermeister wird sich nie ausgehen. Das Bürgermeister von Wien, du musst mindestens 10 Vieren saufen können. Darunter ist nichts, ja. Und der Strache, der vertragt da gerade einmal 3 Bier. Das ist nichts, ja. Nix. Wie hat der Häupl einmal so schön gesagt, wenn ich nur 22 Vieren trinke, kann ich am Dienstag zum Mittag schon heimgehen, weil ich fertig bin. Aber gut, ich meine, ich verstehe es ja auch irgendwie, ja. Ich verstehe es wirklich vollkommen, ja, weil Wien ist ja mittlerweile schon wirklich so ein riesengroßes Narrenhäusl geworden, wo die Wärter vergessen haben, die dir zum Zusperren und darum rennen die alle da frei und um. Das vertragst nüchtern gar nicht mehr, die Stadt. Die Christen?
besten Ohren, die findest du dann in der Politik und im Fernsehen. Ich wäre wirklich dafür, dass der Sido im Fernsehen eine politische Diskussionsrunde leitet. Sido, wir erinnern uns alle, hat sich in die Herzen sämtlicher Österreicherinnen und Österreicher geschlagen, indem er das gemacht hat, was wir alle doch schon seit längst einmal machen wollten. Er hat ja Dominik Heinzl einmal eine gescheit aufgelegt. Das könnte er doch auch mit unseren Politikern machen, ha? Wird es eine Entlastung für die Klein- und Mittelverdiener geben? Nein? Was? Watsch, erste Watschen. Wird es eine Entlastung für die Alleinerzieher geben? Was auch nicht? Watsch, die nächste Watschen. Na bumm, das wäre ein Fulltime-Job, ja, bei unseren Politikern, der kommt mit dem Watschen aus dem gar nicht zurecht, ja. Aber sogar der Papst hat sich ja mittlerweile für eine gesunde Watschen ausgesprochen. Gut, ja, ne? Das kommt davor, wenn sie den Zwillingsbruder vom Stan Laurel, den Komiker, zum Papst würden. Dem führt nämlich der Oliver Hardy, der einmal gescheit an den Hintern tritt und sagt, hey Stanley, du Dumpfbacke. Na, nehmen wir doch einfach unseren Politikern ein bisschen was weg, ja? Die verdienen eh viel zu viel. Ich meine, was die verdienen, können sie ein Leben lang nicht mehr ausgeben, ja? Wenn wir nur 10 oder 15% von deren Gehalt nehmen, wir hätten locker ein Nulldefizit, ja? Wir hätten locker eine Steuerausgelastung. Aber was machen sie? Man nimmt von denen, die eh schon nichts mehr haben, ja, denen nimmt man auch noch das letzte Fußerl weg, das letzte Hemd. Ja, die Frau Fiona würde sagen, naja, wenn sie kein Hemd mehr haben, sollen sie halt einen Pullover anziehen. Ja, ne, der Pullover ist schon bei der vorletzten Steuerreform draufgegangen. Die haben bald gar nichts mehr. Und es wird bald sehr, sehr, sehr kalt werden in unserem Land. Sehr kalt. Dafür ist die Nichtraucherdebatte bei uns sehr, sehr hitzig und heiß im Gange. Frank Stronach würde sagen, ja, weil sie alle keine Hoden haben, unsere Leute. Und der hat nicht Unrecht, ja, weil wenn die Leute Eier hätten, hätte das Gesetz eigentlich schon im Herbst zustande kommen sollen und nicht erst in 3 Jahren. Das ist wieder mal so eine typische, sinnlose, hirnlose österreichische Lösung. Na, nicht besser, aber Raucher, das sind für mich so wie die Geisterfahrer, ja, die absichtlich in die falsche Richtung fahren und sagen, na, mir wird schon nichts passieren, na, mir schon nicht. Und außerdem aufpassen sollen die anderen, sollen scheißen gehen, sollen ausweichen. Dann kracht es einmal, aber dann kracht es einmal sauber, wenn es dann kracht. Na, ein bisschen intelligent sollte man schon erwarten, auch wenn wir da in Österreich sind, aber. Ja, apropos Intelligenz. Der Neos-Chef und Bäume umarmer, der hat jetzt auch einmal ein riesen Pech gehabt, weil die ganzen Bäume haben sich kollektiv zusammengeschlossen und haben gesagt: Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Na, wir lassen uns das nicht mehr bieten. Haben sich Stacheln wachsen lassen. Und jedes Mal, wenn jetzt so ein Bäume am Arm so Anfälle kriegt und in den Wald reinrennt und sagt, Bruderbaum, lass dich küssen und umarmen, dann fahren sie einen Stacheln aus und die sticht es aber gescheit, ja. Aber sowas von gescheit, recht geschieht einer. Das ist Nötigung, das ist Vergewaltigung. Die armen Bäume können sich nicht wehren, der Vorrenner können sie auch nicht. Müssen sowas machen. Tja, eines schönen Tages ist die gesamte Regierungsmannschaft auf mich zugetreten und hat gesagt, oje, das wird nichts mehr. Wir bringen nichts zusammen. Wir treten zurück. Und auch der Häupl hat gesagt, ich mag nicht mehr. Der ist jetzt Winzer, hat seinen eigenen Weingarten mit einem herrigen Köller und verkauft jeden Samstag auf der Mariahöferstraße einen grünen Wechliner aus streng biologischem Anbau, gemeinsam mit der Vasilaku. Josef Pröll hat ziemlich abgespeckt. Der ist nämlich jetzt Finanzminister in Griechenland. HC Strache, der ist Partyrapper auf Ibiza. Das erste Single hat geheißen, raus, Ausländer, raus. Jetzt haben die Spanier gesagt, sie, haben ihn rausgeschmissen. Jetzt ist er auf Asylsuche, das kann er wieder haben. Ja, oft hast du Pech, ne? Jo, und. Dr. Maus wurde einstimmig zum Kaiser von Österreich gewählt. Und seitdem geht es endlich wieder aufwärts mit unserem Land. Wir haben endlich wieder einen Repräsentanten, der sich nicht aufs Häusl verzieht, wenn es brenzlig wird, sondern seinem Mann steht. Wirtschaftlich geht es uns besser wie nie zuvor. Die ganze Welt blickt voll stolz auf uns. Und das ganze Volk schreit sich heiser. Er lebe hoch, der neue Kaiser, der Kaiser von Österreich. Dankeschön.
Und der nächste Kandidat hat sich schon angekündigt quasi. Es gibt schon diverse Vorkehrungen. Das ist nämlich Leo Gorisa. Man weiß nicht so genau, was vorkommen wird. Einmal sind es Zeichnungen, dann sind es wiederum Reflexionen, dann spricht man mit irgendwelchen Menschen, die schon verblichen sind. Das ist immer sehr spannend. Alle Infos gibt es auf www.torisa.com. Und jetzt bleibt mir nur noch Ihnen viel Vergnügen zu wünschen mit dem Endzeit-Clown, lieber Torres. Warte mal, nicht so schnell. Okay. Erzähl mir ein bisschen was. Kannst du gleich kurz nur die Regeln 15 Minuten erklären? Okay, na, ich habe mir gedacht, du willst schon. Erklär die Regeln. Ich gehe mir nicht aus. Okay, gut, dann erkläre ich jetzt für alle nochmal die Regeln. Also, Sie werden jetzt mindestens 5 Acts sehen, wenn der 6. noch kommt, dann sind es 6. Das weiß ich gar nicht. Es bleibt spannend, also bleiben Sie bis zum Schluss, bitte. Und am Ende werden Sie dann so kleine Stimmzettel bekommen. Da sollen Sie dann entweder den Namen oder die Startnummer aufschreiben. Das wird dann alles eingesammelt und dann wird die Stimmen ausgezählt. Es wird dann auch noch eine Pause dazwischen geben. Ich werde das alles nochmal erklären, also keine Sorge. Es wird ganz entspannt. Und wenn der Leo jetzt fertig ist, ja, das Zeichen sehe ich, alles klar. Nochmal viel Vergnügen mit dem Endzeit-Clown Leo Torres. Ganz kurz, ganz unbescheiden eine Revolution ankündigen, die Sie jetzt erleben werden. In den nächsten 15 Minuten, ich werde in einem 3-Punkte-Plan die Welt retten. Ja, innerhalb von 15 Minuten, das geht. Ich habe das gerafft, diese Weltrettung, ich habe das reduziert auf eine Bildungsreform, eine Gesundheitsreform und eine Umweltreform. Das Ganze ist auch komplett umweltfreundlich, es ist hundertprozentig Recyclingmaterial. Ich habe überhaupt nichts für diesen heutigen Abend neu gemacht, es ist alles ausgeschlachtet aus alten Programmen. Und außerdem ist es in Einklang mit dem Wirtschaftsstandort Österreich. So, fangen wir an mit einer Gesundheitsreform, mit einer Bildungsreform. Blödsinn, hör mal auf mit diesem anti-autoritären Kuschelkurs, das hat zu nichts geführt. Wir haben ein revolutionäres Bildungskonzept aus dem Ständestaat wieder ausgegraben, und zwar zurück zu Angst und Einschüchterung. Ich glaube, die Kinder sollen ruhig sehen, was sie mit ihren Rechtschreibfehlern anrichten. Ein Buchstabe zu viel und wir haben Höllenquallen. Ja. Das soll man den Kindern ruhig zeigen. Höllenquallen, ja, das geht noch schlimmer. Trübsalblasen, ja. Zwei Wörter zusammengeschrieben, das geht gar nicht. Und den rosaroten Panther schreibt man auch nicht. So! So. Ich glaube, das sollte einmal greifen, das wäre einmal die Bildungsreform. Gehen wir weiter zur Gesundheitsreform. Das hat einmal. Achso, Entschuldigung. Das hat ein bisschen. Es hat. Ja. Das habe ich für einen Kardiologenkongress gemacht, das ist eine kurze Broschüre über Herzgesundheit. Was nutzt dann das Hirn ohne Herz, jetzt rein vom medizinischen Standpunkt her, und schauen wir uns das einmal an. Da hätten wir eine Herzattacke, klassische Herzkrankheit, Herzattacke, Narben, Tätowierungen, ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Das Herz ist Sitz der Liebe, vergessen Sie es, da sehen Sie, dass das überhaupt nicht so ist. Hier oben eine klassische Herzerkrankung, das Sportlerherz, Sponsoren sind Nike und Rexona, und da haben wir schon wieder den nächsten Rechtschreibfehler, es ist furchtbar, ja. Finnisch. Das hat wieder Mika Hakkinen und gewonnen. Das ist ein schwaches Herz, das läuft hier nicht mit bei diesem Marathon. Ja, was ganz schrecklich ist da oben, in Zeiten neoliberaler Wirtschaftskonzepte ist das Herz oft einmal geschäftlichen Interessen im Wege, und Sie werden das auf jeder Wirtschaftsuniversität finden, diese Einrichtung, die sogenannte Herzklappe. Ja, da können Sie Ihr Herz abgeben, oft ist es nur ein kleiner Stein, den die Leute reinlegen. Ja, man schaut gern weg, aber ich finde, man sollte darüber reden. Hier unten haben wir einen Herzmuskel. Sie sehen, bei mir ist es noch nicht so weit, es ist noch nicht entwickelt, aber ich arbeite dran. Gehen wir gleich weiter. Sie sehen, da habe ich künstlerisch eine eher kubistische Phase gehabt. Da oben hätten wir eine Herzkammer. Durch einen kleinen Kunstgriff ist es mir gelungen, Ihnen das sichtbar zu machen, was Sie hier drinnen abspielt. Hier sehen Sie das Herz. In dieser Herzkammer hat sich das sehr spartanisch eingerichtet. Tisch, Sessel, Hantel zum Trainieren.
und am Tisch liegt ein Buch, wie studiere ich BWL in Mindeststudienzeit, da wissen wir, wer der Vorbesitzer war. Fernseher auf das Herz kann, ja, das ist ganz wichtig, es kann sonst zu keiner Flimmern kommen. Ja. Hier unten hätten wir die New Kids Under the Block. New Kids Under the Block, da habe ich den Spieß umgedreht, ja. Die machen keinen Mucks mehr, obwohl es leicht betont war, hat nichts genutzt. Jetzt werden Sie sagen, wo ist da das Herz? Für solche Leute habe ich kein Herz. Das sage ich ganz ehrlich. Schauen wir gleich weiter. Herzflattern hätten wir da oben. Das hat heute jeder. Es ist ja ein Wettbewerb. Schrecklich. Und hier unten, Sie werden schon wieder sagen, was hat das zu tun mit Herzgesundheit? Hier, dieser Herr ersprengt hier seinen Rasen. Aber so dieser Tipp zur Rasenpflege, was hat das mit der Herzgesundheit zu tun? Sie werden es gleich sehen. Schauen Sie, da hat es auch die Minki erwischt. Minus eins habe ich hingeschrieben, minus ein Leben. Ja. Aber der Profi weiß natürlich, man muss da auch Abstriche machen. Bei der Rasenpflege auch den Zaun hat es erwischt. Und das habe ich gleich vorbereitet fürs nächste Bild. Schauen Sie, da oben haben wir nämlich den Herzrasen. Den Herzrasen, und hier kommt auch schon der Rasenmäher. Ist ja viel zu hoch schon. Und hier unten haben wir die klassischen Herzkranzgefäße. Ja, ist wie ein gemundener Geschirr. Optisch auf jeden Fall eine Geschmackssache. Mir gefällt es nicht, aber ich habe es der Vollständigkeit halber hab ich's dabei. Gell? Hier oben, das wäre auch ganz furchtbar, ein Herzinfarkt. Fark am Farkersee, das ist da auf Kur. Und da möchte ich Sie auf ein kleines Detail hinweisen. Hier sehen Sie einen Frosch, der so in diesem Farkersee entstiegen ist. Ganz liebevolle Details auf diesen Bildern. Hier unten, das wäre die Organmafia. Da sehen Sie, ja, und Cerebro, das Gehirn der Bande, Kopf der Bande, und hier hätten Sie Hertha Heartbreak, eine Herzdame, wie Sie an den sekundären Geschlechtsmerkmalen deutlich erkennen können, die uns hier mit einem Dolchen nach dem Leben trachtet. Hier in der Mitte eine Milz mit einer Barretta, und das hier wäre Robert De Niro mit einem Kalaschnikow. Ja. Ja, Nieren sind sehr interessante Organe. Bleiben wir gleich bei den Nieren. Hier oben hätten wir eine Wanderniere, die hat ihre sieben Sachen zusammengepackt, macht sie auf den Weg durchs Abdomen, und gleich daneben eine Nebenniere. Hier unten. Ja, lustig, gell? Ich war bei der großen Comedy-Chance, und mir hat jemand gesagt, du hast nicht gewonnen, weil dein Kabarett ist viel zu wenig organisch. Ja, vor wegen, ja. Und hier unten, da kommt schon jemand mit einer Fackel, und hier sehen wir schon einen Scheiterhaufen. Diese Niere, da geht es nicht gut, weil das ist eine Nierenentzündung. Ja. Katastrophe, und es geht gleich noch viel schlimmer weiter. Gerade in der Ballsaison ist das ein Must-Have. Ja. Die Leber ist ja sonst ein sehr unansehnliches Organ. Eine Leberzirrhose. Ganz ein billiger Wortwitz, den Sie hier gratis dazu bekommen. Da bin ich nicht so. Hier unten hätten wir eine Milz, ein bisschen ein Milzbrand, das ist nicht so schlimm. Ja. Viel schlimmer hingegen ist so ein Milzriss. Ja. Ein Milzriss. Lassen wir das mit der Gesundheit vielleicht. Widmen wir uns lieber den Umweltproblemen. Klimawandel, Sie wissen das, es wird geleugnet, aber die Tatsachen sprechen für sich. Und ich habe mir gedacht, wie können wir dem Klimawandel begegnen? Natürlich mit einer massiven Aufforstung. Und wie ist das in Einklang zu bringen mit dem Wirtschaftsstandort Österreich? Ich habe natürlich ein Unternehmen gegründet, und wir designen Wälder. Das kostet natürlich ein bisschen was, dafür sind wir sehr nah am Kunden. Ja? Die Wälder sind direkt ihren Vorstellungen und Bedürfnissen angepasst. Es gibt zum Beispiel einen behindertenfreundlichen Wald mit Rampe und Haltegriffen, einen verletzungssicheren Wald mit Schaumgummipolsterung, und es gibt auch einen pollenfreien und antiallergenen Wald. Kein Problem. Schauen Sie her, wie soll der Wald ausschauen? Zunächst ist die Frage, welche Farbe soll der Wald haben? Da hätten wir zunächst einmal so die warmen Farben, so gelb, orange, sommerlich, mediterran, ja. Dann vielleicht ganz schlicht in Schwarz, ganz was Schlichtes, Einfaches, oder den Klassiker in Camouflage. Ja. Etwas, das in den 70er Jahren sehr modern war, das Modell Agent Orange. Ja. Hat den kleinen Nachteil, dass Sie im Frühling die Blätter wieder selber aufhängen müssten. Ja. Ist eher was Herbstliches. Jetzt ist dann die Frage, wie feucht soll der Wald sein? Da hätten wir zum Beispiel den nordischen Nadelwald oder einen immer feuchten Regenwald.
Es geht aber noch feuchter. Wir hätten da zum Beispiel den überfluteten Wald, den überschwemmten Wald und den Wald im Stausee. Da sehen Sie die Wasserstände. Und zuletzt vielleicht noch das Modell Titanic. Das ist ein liebevolles Arrangement mit Schiffswrack, Baumstämmen und Wasserleichen. Ganz was Feines. Ist aber auch dann doch eher für die dickere Geldbörse, das sage ich dazu. Dann ist die Frage, wie soll der Wald denn ausschauen? Soll es ein Laubwald sein, ein Nadelwald, ein Mischwald, ein Mangrovenwald vielleicht? Oder etwas Bunteres, eine bunte Mischung mit Fächerpalmen, Birken, Schwarzföhren und Eukalyptus vielleicht? Ist alles möglich? Dann möchte ich Sie hinweisen auf ein besonderes Produkt, das wir jetzt in der Palette haben. Die Neophytentüte, das sind Samen von besonders aggressiven fremdländischen Pflanzen. Sie können dann quasi in Ihrem eigenen Garten den Untergang des Abendlandes beobachten, wo heimische Arten verdrängt werden nach und nach. Ja. Dann ist die Frage, wie groß soll der Wald sein? Ne? Wir haben die Größen X-Large Deluxe, X-Large, Groß, Medium. Dann hätten wir was Kleines und dann hätten wir auch noch fürs Wohnzimmer die Größe Super Small. Ja? Das wäre so ein Bonsai-Grüppchen, ja? Kann man so hinterm Vorhang verstecken und wenn jemand zu Besuch kommt, schau, ein Wald. Wie schön soll der Wald sein? Ja, auch da können Sie uns sagen, was Sie für Vorstellungen haben, wie schön soll er sein? Ein Märchenwald, wo quasi Fuchs und Hase miteinander Orgien der Glückseligkeit feiern. Oder ein ganz normal schöner Wald, die brutale Realität hätten wir auch mit alten Reifen, Kühlschränken, deutschen Wandertouristen, alles möglich. Ja. Oder natürlich, wenn Sie sagen, nein, ich habe es gern so richtig schirch, hätten wir auch den Albtraumwald mit Wölfen, Mördern und menschenfressenden Haselmäusen. Ja, und dann möchte ich Sie natürlich auch hinweisen darauf, wir haben zahlreiche, eine breite Palette an Zubehör für den Wald dabei, ein paar Upgrades sozusagen. Da hätten wir zunächst einmal die klassische Waldtier-Sozietät. Da möchte ich Sie aber darauf hinweisen, Sie können sich dann natürlich auch eine bunte Mischung zusammenstellen lassen. Von uns sehr beliebt ist zurzeit das Modell Caribbean Nightmare. Ja, das ist eine Zusammenstellung aus Rehen, Füchsen, Schmetterlingen und Komodowaranen. Ja, auch sehr beliebt die Neobiota im Konkurrenzkampf mit den heimischen Arten, was sehr Spannendes. Und da möchte ich Sie noch hinweisen auf ein neues Produkt. Ja. Das ist eine Zusammenstellung, da haben wir uns eine kleine Abenteuergeschichte als Hintergrund überlegt. Aus einem Genlabor flüchten einige genetisch veränderte Tiere, treffen in einem Wald auf eine ganz normale Waldtierpopulation, bastardieren dort wild mit diesen ganz normalen Waldtieren. Später stoßen dann einige radioaktiv verstrahlte Waschbären, Stachelschweine und Börsenspekulanten dazu. Haben wir sehr gute Kritiken bekommen. Eine Dame schreibt zum Beispiel im Magazin Konsument als Testkundin: Am besten gefallen hat mir meinen Wald aber die ergänzende Tierpopulation. Ich habe das Modell Frankenstein trifft Supergau gewählt und habe seither keinerlei Probleme mehr mit Spaziergängern oder Schwammerlieben. Ja, und da frage ich am Schluss, an was das? Vielleicht ein paar Schädlinge, eine Wildschweinplage, Borkenkäfer, vielleicht ansteckende Seuchen. Ja, es ist alles möglich. Und weil ich schon gesagt habe, es wird ein bisschen was kosten, vielleicht auch ein bisschen mehr. Es liegt draußen eine Broschüre auf, richtig erben. Das hat die junge ÖVP zusammengestellt für Sie. Ja. Und vielleicht für die kleinere Geldbörse hätte ich auch etwas hier. Dieses Produkt nennt sich des Kaisers neuer Rosengarten. Das ist im Prinzip nichts. Dafür ist es garantiert genfrei. Und es kommt zu Ihnen in diesem aus mehrere hundert Millionen Jahre alten Erdöl raffiniert komponierten transluziden, federleichten Kunststoffbeutel extra und persönlich für Sie. Selbst gezeichnet, also ist auch.
Folgechance angesprochen wurde. Sie waren da auch dabei und Peter Rapp fühlte sich von Ihnen positiv beleidigt. Ich fühle mich immer wunderbar satirisch unterhalten und jetzt werden wir gleich sehen, wie es Ihnen damit geht. Bühnenfrei für den wunderbaren Zweigewinn. Sie wissen auch gar nicht, was kommt, also warum applaudieren Sie schon? Ja, ich weiß, woher du kommst. Ja. Guter Übergang. Du hast ja gerade in Deutschland gespielt, oder? Bayern, ja. Ja, Merkel. Ja. Kennst du, oder? Merkel, hast du, kennst du? Merkel von der Leyen, hast du, kennst du Steinmeier? Steinmeier, Schäuble, Merkel, hast du, kennst du, ja, oder? Ja, hast du, kennst du, ja, Merkel, kenn Steinmeier? Ja, das kenne ich, Naja, hast du das, ist dir das bemerkt, ist dir das aufgefallen? In Deutschland macht man einen ganz klaren Unterschied, ja, zwischen Kabarett und Comedy. Da gibt es eine klare Trennlinie. Hast du das gemerkt, wie du gespielt hast? Ja, vielleicht auch für Sie. Die deutsche Unterscheidung zwischen Kabarett und Comedy, das weiß ich nicht, da sind die Grenzen eher fließend. Wobei in Österreich wird gar nicht so sehr unterschieden, nicht einmal zwischen Täter und Opfer. Wobei, wir können schon darauf einigen, dass Österreich das erste Opfer war. Ich glaube, das ist Konsens hier im Raum, in der Donaustadt. Was soll das jetzt heißen, Österreich war das erste Opfer? Ja, Österreich war damals das erste Opfer und ich glaube, das haben wir... Das heißt damals, wann war das? Ja, ich habe das so in der Schule gelernt, ich hinterfrage das nicht mehr. Österreich war das erste Opfer. Ja, Entschuldigung, du kannst dich jetzt nicht hinstellen und sagen, Österreich war das erste Opfer. Ach ja, Österreich war das erste Opfer, Punkt. Ne? Das heißt, wann war Österreich das erste Opfer? Ja, Österreich war damals das erste Opfer und aus. Das war, wovon war Österreich? Ja, von den EU-Sanktionen. Sag's halt. Ja, Entschuldigung. Ja, das ist, du, alte Wunden auf. Und aber kennt man Österreich in Deutschland? Nein, das stimmt. Ja, also Österreich in Deutschland war unbedeutend seit 1945, kennt kein Mensch. Okay. Und von den Vorstellungen in Deutschland kommen die Fans immer zu mir und sagen, hey, Hammerjahr, das bin ich. Mensch, Hammerjahr, wo liegt euch das Österreich? Kenn ich nicht Österreich, kenn ich nicht mehr, Österreich, kenn ich nicht. Kenn ich nicht, was ist denn Österreich, was ist denn das überhaupt, ne? Wo liegt denn das überhaupt, ne? So reden die. So reden die Deutschen. Österreich, Österreich liegt rechts von Deutschland, nicht nur auf der Landkarte. Und das politische Klima ist relativ einfach erklärt. Also was man in Deutschland als Rechtsradikalismus bezeichnen würde, ist in Österreich politischer Mainstream, Stichwort Burgenland und Steiermark. Bitte, können wir noch mal kurz zu den EU-Sanktionen zurückkommen? Ja. Naja, du kannst es nicht in den Raum werfen. Ich meine, sie waren ja alle dabei, oder? Ich meine, wir haben ja nichts gehabt. Also ganz ehrlich, wir waren ja mitten in Europa, aber komplett isoliert. Niemand hat uns geholfen. Ganz allein waren wir. Wir haben praktisch mit unseren bloßen Händen haben wir alles selber wieder aufbauen müssen. Niemand hat uns geholfen. Wir haben nichts haben wir gehabt. Kein HD-Fernsehen, gar nichts. Ja. Kein RTL 2. Kein RTL 2. Und worauf ich hinaus will, jetzt, wo es uns nämlich wieder gut geht, jetzt kommen es natürlich alle wieder. Natürlich kommen es her, nehmen uns die ganzen Arbeitsplätze auf den Skihütten weg, die ganzen Studienplätze auf den Unis. Ja, scheiß Piefke. Na, ganz, Entschuldigung, ganz ehrlich, will ich jetzt sagen, scheiß Piefke. Ja. Ich, wegen den depperten Deutschen bin ich Langzeitstudent, ja? Entschuldigung, nein, ganz ehrlich, ich will nicht mehr jeden Tag ausschlafen müssen, okay? Ich habe genug davon. Und weißt du, was das Deprimierende ist, ja? Das sind die dummen Deutschen, ja? Das sind diese ganzen Numerus Clausus Flüchtlinge, die zu deppert sind, um in Deutschland zu studieren, die kommen her und nehmen mir den Platz weg. Weißt du, wie erniedrigend das ist? Das muss aber gesagt werden, scheiß Piefke, okay? Das geht's wieder. So aufregend. Na, ganz ehrlich. Ja, wirklich gut auch. Aber Vicky ist ein sehr toleranter Mensch. Wie wir alle Österreicher in unseren braunen, blauen Steinherzen. Aber ich finde es nicht fair, dass du jetzt pauschal alle Deutschen beschimpfst. Wieso? Es gibt auch Tschusche und Kanaken. Aber wenn wir schon beim Thema waren, was war der Grund für die EU-Sanktionen? Weiß man das noch? Was war der Grund dafür? Rot-blaue Regierung in Burgenland, oder? Was? Die schwarz-blaue in Österreich. Und damals, das Klima damals war auch genauso, wenn man schwarz und blau mischt, hat man die Farbe des Klimas damals gehabt. Grün. Ja, so grün wie die Blätter im Herbst. Und wer war damals Bundeskanzler? Sein Name ist heute schon gefallen. Schüssel. Was ist das? Parodie von? Schweigekanzler. Reinrufen. Timing ist nicht ihr Ding, gell? Wolfgang, ich sag nichts. Schüssel.
war damals Bundeskanzler von Oberösterreich. Übrigens, ja, vorgestern Geburtstag gehabt, 70 Jahre, herzlichen Geburtstag. Ah, dann SPÖ, Entschuldigung, Donnerstag SPÖ, das ist ja auch 70 und tot. Nein, auch tot. Wolfgang Schüssel lebt noch und ich glaube, er lebt noch 70 Jahre weiter. Und hat eine zweite Chance, Österreich kaputt zu machen. Aber, was ich sagen wollte, wer hat damals Wolfgang Schüssel an die Macht gehievt? Entschuldigung, das war sogar in Deutschland wahrscheinlich, oder? Ja, ich war in so vielen Sprungclubs. Das weiß man, oder? Österreichs Aushängeschild. Per Du mit Gaddafi und Hussein. Die Liga der Superdemokraten quasi. Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Es beginnt mit Jörg und hört mit Haider auf. Jörg Haider. Unser aller Liebling. Der Sonnenkönig aus Kärnten. Er ist ja leider keiner. Wir haben Jan rechts von der Straße abgekommen. Gegen eine Wand und vorbei war es. So wie der Jörgi damals gestorben ist, ist in Kärnten die Sonne in Wörter Teich runtergefallen. Naja, tragischer Unfall. Entschuldigung, da muss ich einhaken. Unfall würde ich ein bisschen aufpassen. Unfall, da habe ich schon andere Geschichten gehört. Attentat, Verschwörung, Mossad, Kabel durchgeschnitten. Würde ich aufpassen. Also, ja, vielleicht. Vom Wording. Vielleicht war es wirklich eine Verschwörung von Mossad. Eventuell lag es auch an den 1,8 Promille im Blut, aber machen Sie selbst ein Bild, sind kritische Corona-Zeitungsleser im 22. Sie wissen, was richtig ist. Aber weißt du, was das wirklich, wirklich tragische am Tod von Jörg Haider war? Also jetzt nicht der Tod per se. Also schon, das, tragisches Einzelschicksal. Ja, das schon. Aber das wirklich Tragische ist, dass der gute Jörg, das ist so tragisch, ich kann es nicht mal sagen, das Wunder seiner Hypo nicht miterleben durfte. Ich meine, was ist denn das für eine Ironie des Schicksals? Liebe Freunde, wir werden den Großteil der Hypermillionen für die kommenden Generationen anlegen. Damit, liebe Freunde, handeln wir im Sinne der jungen Menschen dieses Landes nachhaltig und zeigen Weitblick. Und deswegen, liebe Freunde, wird Kärnten reich. Wir alle wissen, die Vorhersage vom Prophet Mohammed Jörg Haider hat sich ganz so erfüllt. Ganz knapp liegt er daneben. Ja, leider. Ja. Aber ich habe eine Lösung dafür. Was? Wir alle können heute Abend was verändern. Wir alle können im Kabarett, im Werkel, im Goethehof, im 22. 22. in der Donaustadt etwas verändern gemeinsam. Jetzt. Aber, genau, alle hier im Raum. Wir können gemeinsam die Hypo retten. Jetzt. Da sehe ich Begeisterung im ersten Fall. Jetzt? Jetzt sofort. Ich habe das durchgerechnet. Wenn wir jeden Abend hier spielen würden, ja, also 365 Tage im Jahr, 366 im Schaltjahr, und jeder von Ihnen würde den Vollpreis bezahlen für unglaublichen 10 Euro, und zwar jedes Mal ausverkauft, also Freikartenbesitzer, zu ihm klingt jetzt kritisch, Sie werden hier etwas verändern. Soziales Pack. Aber die anderen, alle anderen, die Vollpreis bezahlen, jeden Abend hierher kommen, sie können was verändern. Und wenn wir jeden Abend hier spielen würden, wir würden jedes Mal ausverkauft, müssten wir nur 104.109 Jahre spielen, um die Hypo zu retten. Ja, bitte. Also wenn da kein Zwischenerplatz. Sicher aber nicht. Aber das machen wir, oder? Ja, das ist die Stimmung, die wir brauchen. Werkel! Wir beginnen heute. Ganz ehrlich, den Haken. Wir wissen, Mensch, Lebenserwartung liegt bei was? Bei 88.000 Jahren oder so ungefähr. Aber der Gedanke zählt gerade jetzt zu Weihnachten. Weihnachten. Die Zeit der Liebe noch einmal duschen, dann ist heiliger Abend. Schön. Aber weißt du, wer mein Lieblingspolitiker ist in Österreich? Jeder Heider, oder? Ja, Lebender, also im Hals abwärtsleben. Keine Ahnung. Was mein Lieblingspolitiker ist? H.C. Strache. H.C. Strache. Der weltbeste Jörg Haider ist. Ja, aber eben, das ist ein fließender Übergang von Jörg Haider. Liebe Freunde, wer Brutto vom Netto? Wen muss die Steiermark werden? Und noch österreichische Samen in unsere Damen. H.C. Achso, nein, Roman. Also, Entschuldigung. Ich habe jetzt gedacht, du bist der H.C. Strache. Geht mir auch oft so. Weil ich betrunken in der Badewanne liegt so aus, denke ich, H.C. Nein, aber ganz ehrlich, haben Sie schon mal Homo-Jan Seefahrt und H.C. Strache in einem Raum gesehen? Überlegt mal. Ja. Das machst du wirklich gut, die Parodie ist echt gut. Weil wir haben jetzt drüber nachgedacht, ja. H.C. Strache ist der einzige Politiker in ganz Europa, der seinen eigenen Vornamen nicht ausschreiben will oder kann. Und wir haben hinten gerätselt, Backstage. Ja, mit den Kollegen. Beim Koksen. Niemand weiß es. Für was steht H.C.? Ja, weiß irgendjemand, wofür H.C. steht? Wir haben irgendwie philosophiert, vielleicht Heiliger Christus. Vielleicht. Wird er uns erlösen? Keine Ahnung, HC. Vielleicht jetzt für Heiderklon? Heiderklon ist ein guter Tipp. Heiderklon-Strache oder Heil Conchita, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ja. Falls Sie Vorschläge haben, einfach an mirsa.mirsa. Ja. Wobei, NASA kennt man, ja, Buschelwocker der österreichischen Hip-Hop-Szene.
Nasal beim Konzert gesagt über Hartz-Strafe. Achtung, er sei ein Hurensohn. Ja, aber davon dissozieren. Dissozieren muss man nicht. Das ist meine Meinung. Das ist nichts. Woher können wir kurz das Saallicht anmachen? Sind dort vielleicht Hurensöhne da? Ja. Oder Hurentöchter, genau, natürlich. Also Sie müssen das nicht beweisen, einfach nur Hand hoch, wenn irgendwer da ist. Also wir prüfen nicht, ob deine Mutter eine Hure ist. Ja. Man stellt sich vor, Sie gehen zu einem Konzert von Nassar, der würde Sie als Strache bezeichnen. Ja, das ist der kritische Punkt unserer Performance. Sah nicht aus, denken Sie darüber nach. Nehmen Sie das mit nach Hause in den Gemeindebau. Gutes Timing, danke. Nicht aus. Danke. Nein, aber ganz ehrlich, mit dem Start musst du ein bisschen aufpassen. Er hat gerade echt harte Tage, Wochen, Monate, eigentlich harte Jahre. So wie gesagt, du hast Nassar, zu ihm gesagt Hurensohn. Die Vorstadt Weiber haben zu ihm gesagt, dass er schwul ist. Und der ORF-Schauspieler hat zu ihm gesagt, dass er ein rechtes Arschloch ist. Muss man ein bisschen aufpassen. Was ich mich nur frage, wenn ich jetzt rein fiktiv, stellen wir uns das mal vor, ich treffe den HC Strache oder dich auf der Straße. Ja. Oder ist nicht, machen wir eine fiktive Person, ja. Jetzt auch nicht niemand im Publikum, nicht dich, sondern trifft den HC Strache oder dich auf der Straße. Ist es dann okay, wenn man zum Strache geht und zu ihm sagt, hey, du schwules, rechtes Arschloch, Hurensohn? Ah, würde ich nicht machen. Okay. Der Satzbau ist ein bisschen. Okay. Ja. Und HC Strache ist auch ein Mensch. Okay. Hat Gefühle. Und gute Anwälte. Vor allem gute Anwälte, ja. Ja, die sind sie uns. Ja, stimmt, die sind sie uns. Nein, okay, das müssen wir jetzt wirklich sagen. Also, das ist nicht unsere Meinung. Ja, nein, also HC Strache ist heterosexuell. Asexuell von mir aus. Hoffentlich sexuell aktiver, ja. Sohn einer Nicht-Hure. Nicht-Hure, ja, genau. Mutter. Einfach Sohn. Und wir können uns darauf einigen, er hat ein Arschloch. Ist aber kein Arschloch, genau. Wobei, nein, das ist Simon auch noch. Nein, das ist... Wir haben keine Meinung dazu, wir sind Kabarettisten. Ja, wir haben große Leute, die schreiben uns auf, wir bieten das nur runter. Genau. Wir sind wie die SPÖ, wir haben keine Meinung. Ja. Also wenn Sie das jetzt irgendwie anschlüssig finden, oder ja, bitte zwischendurch. Bitte, gerne. Ich leite es an die Ghostwriter weiter. Ja. Und Beschwerden, wie gesagt, ja, wirklich. Wir sind auch halt Beschwerden an Mirsa. Was war die E-Mail an Mirsa? An Mirsa. Also spucken draußen auf dem weißen Audi, das ist seiner. Genau. Das ist super, der ist nämlich offen. Also das ist ein Cabrio, oder kann man ruhig auch... Genau. So jemand wohnt im Gemeindebau. Ja. Fährt ein Audi und wohnt im Gemeindebau. Ja. Sozialstaat hat versagt. Ist ein Kabel, man kann reinspucken. Ja. Verdeck noch offen, ja? Man kann reinspucken. Ist schon gut. Ist schon noch aufschneiden. Anarchie, aufschneiden, Audi aufschneiden, reinspucken, reinspeien, reinscheißen. Nein, reinscheißen. Ja, das war jetzt so Witz. Das war jetzt, machen wir das nicht. Ich muss jemand reinscheißen, ein bisschen schwul. Das geht eh nicht mir. Achso, dann scheißen rein. Scheißen speiben rein, onanieren sie rein. Regelbluten sie hinein. Aber was man HC Strache schon nachsagen darf, laut einem Gerichtsurteil des Oberlandesgerichts. Jetzt wirklich? Das stimmt wirklich. Ja. Man darf nachsagen, Nähe zu NS-Gedankengut. Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut. Okay. Weil dieser Mann wird von uns allen finanziert, auch von den Freikartenbesitzern. Okay. Sitzt im österreichischen Parlament. Ja. Und ist Parteiobmann der stärksten Oppositionspartei Österreichs. Noch. Noch stärkste Oppositionspartei. Ja. Naja, die nächsten Wahlen stehen vor der Tür. Und ich hoffe, Sie machen Ihr Kreuz richtig. Ja? Vielleicht diesmal ohne Haken. Danke. Dankeschön. Pause. Bis bald in der Pause. www.geschwesterlang.at.
Anfall gehabt. Anfall? Ja, na bitte, du fluchst herum wie der ärgste Bauarbeiter und merkst es nicht. Ich? Ja, du. Geschissenes Arschloch, du Depperte! Du gehst zurück, Fudert und Bautrieb! Du Scheiße! Hör mir doch nicht an, bitte! Was ist? Schon wieder? Ja, Entschuldigung, aber das macht sie, seitdem ihr Mann sie sitzen gelassen hat. Wegen einer 20-Jährigen. Okay. Ich bin doch selber erst 20. Nein. Sie leidet außerdem ein bisschen an einer Kurzzeitamnesie. Mhm. Hanna, du bist nicht mehr 20. Hanna, du bist auch nicht mehr 30. Hanna, du bist 40. Hanna, bitte! Mach es! 40 und... Spiegel. Oh Gott, da ist das Alkohol, Halt! Bitte, du stillst doch noch! Was mach ich? Du stillst, Hanna, du hast zwei Kinder. Echt? Ja, der Große ist 7 und die kleine Maus ist 15 Monate alt. Mom. Also, ich still noch? Mit 15 Monaten? Ja. Oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Mein Gott! Ich brauche eine Operation! Ja, wäre gut. Aber du hast überhaupt kein Geld. Warum? Bin ich kein gefeierter Operettenstar aus dem Stadttheater Baden? Nein, also so schlimm ist es auch wieder nicht. Na, du bist... Pass auf, du bist eine sitzengelassene Mutter von 2 Kindern, pleite, arbeitslos. Ja, und neuerdings ziehst du dich auch noch an wie eine Beraterhure. I have 2 kids, I'm broken, unemployed and dressed like a... What's the matter now? Why am I talking English? Dein Ex, der hat immer Englisch gesprochen. What? Der war aus Amerika? Ja. Favoriten. Oh, fuck that son of a bitch! Hanna. Fuck it! Hanna. Fuck you, you son of a bitch! Hanna, bitte, das geht doch nicht hier! Okay. Okay. Puh, dann habe ich also 2 Kinder. Ja. Und ich kann Englisch. Wieso? Und ich bin 40. Ja, 40. Und mein Mann hat mich sitzen gelassen mit einem 15 Monate alten Kind? Ich meine, mich? Ja, der Klassiker. Zu viel Arbeit, zu viel Stress, zu wenig Bewunderung. Wie habe ich es noch rausgefunden? Das mit der anderen. SMS. Was? Wer hat mit einer SMS geschrieben, dass ich jetzt eine andere habe? Nein, das war anders. Du hast am 24. Dezember eine SMS von ihm bekommen. Und in der stand, heute bin ich dein Privatbesitz. Ich will Romantik, wie sie nur in freier Wildbahn existiert. Oh. Ja, und dann kam eine zweite SMS und in der stand, not your message. Verzeih. Bitte, ist der so deppert? Oder hat er das absichtlich gemacht? Ich glaube, der ist so deppert. Was mache ich jetzt? Du hast eh gleich Therapie. Therapie? Ja. Schön. Ja, okay. Die Erinnerungen kommen nach und nach so wieder zurück, Frau Dr. Wendenschuh. Ich habe 2 Kinder, ich bin in Karenz, ich habe kein Geld. Aber verstehen kann ich das Ganze immer noch nicht. Ich meine,
Er hat mit dem Mädel höchstens 5-mal geredet und heimlich SMS geschrieben und sonst nichts. Und jetzt? Jetzt will er auf einmal leben und glücklich sein. Mit einer 20-Jährigen, bitte, das könnte seine Tochter sein. Ja, aber hier geht es überhaupt nicht um dieses Mädchen, Frau Kurz. Ja, sowas passiert öfter, als man denkt. Ein neues Familienmitglied kommt, ein anderes geht. Er hat gesagt, ich fäll meine Fingernägel so komisch. Das hat er gesagt, dass Sie Ihre Fingernägel komisch feilen? Ja. Und dass ich es niemals schaffe, die Wohnung zu dekorieren. Das hat er mir auch noch vorgeworfen. Sehr, sehr gut. Machen Sie da weiter, Frau Kurz. Woran erinnern Sie sich noch? Dass er nichts dafür kann. Er kann nichts dafür. Er kann einfach nichts dafür. Er hat sich verliebt. Einfach verliebt. Sie haben ihn doch einmal gefragt, was denn so Besonderes an dieser Frau ist. Ja? Ja. Vorletzte Stunde erst. Warten Sie. Ach ja, ja. Sie sitzt. Im Häfen? Nein. Auf einer bunten Blumenwiese und liest ein Buch. Bei ihr ist Ruhe. Da hat er geweint. Geweint hat er da und gesagt, er kann nichts dafür. Er kann nichts dafür, aber so verliebt war er noch nie in eins von den Mädeln. Ach was, gab's da noch mehrere kleine Mädeln? Das sind die. Anscheinend. Aber so was noch bei keiner. Weil als er das letzte Mal so verliebt war, da hat sogar 6 Jahre gedauert, bis er drüber. Da hat der so mitleidig reingeschaut, dass ich ihn sofort trösten wollte. Bitte? Sie wollten ihn da trösten? Ja. Na, er hat doch so Kopf gehabt. Und ich habe ihm gerade seinen Himbeersaft gebracht fürs Aspirin. Himbeersaft für das Aspirin? Genau, anders hat er Aspirin nicht nehmen können. Es schmeckt sonst so grauslich. Ich habe ihm auch immer die Tabletten ganz klein so zerdrücken müssen, so am Löffel, weil sonst hat er sie einfach nicht runtergebracht und sie sind ihm 3 Tage später noch im Hals stecken geblieben. Ja. Also Aspirin mit Himbeersaft. Er hat ja auch gar keinen Alkohol getrunken. Oder Kaffee oder Wasser mit Kohlensäure. Nicht einmal Orangensaft. Nicht einmal Orangensaft? Nein. Geraucht hat er ja auch nicht. Das Arschloch, das deppert, das geschissene Arschloch, das Nebenleben. So ein geschissenes Arschloch. Bitte nehmen Sie Ihre Meditation regelmäßig ein. Geschissenes, geschissenes Arschloch. Geschissenes Arschloch, geschissenes Arschloch. Ja, danke, besser. Wenn er wenigstens geraucht hätte. Hätte er sagen können, ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Und hätte sich dann schleichen können, so wie man das halt macht, oder? Aber so? Auf den Knien ist der von mir herumgerutscht. Und hat immer gesagt, ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ich muss zu ihr. Ich muss zu ihr. Das ganze Leben ist über mich hereingebrochen. Ich habe das nicht bestellt. Ich bin wie ein Gespenst. Puh! Und mein eigener Antagonist, der kann auch nichts dafür. Und sie ist wie ein Diamant. Ein Diamant, den ich nicht aufheben darf und nie wieder mit ihr sprechen. Das geht nicht, das geht nicht, das kannst du nicht von mir verlangen. Die findet alles so toll, was ich sage. Du kannst verlangen, dass ich nie wieder mit meiner Mutter spreche, aber mit ihr. Der kann seine Mutter nicht ausstehen. Aber uns ist einfach alles so strittig. Ja. Wir haben halt auch 2 Kinder und er war nur am Arbeiten. Und
mehr. Der Mann, der 3 Tage und Nächte im selben stinkerten blauen Bademantel vorm Computer hockt, wirft mir vor, nicht romantisch zu sein. Er hat sogar unser Schlafzimmer in ein Büro verwandelt und dort eine hässliche graue Gipswand aufgestellt. Ja bitte, die steht so knapp neben meinem Bett, dass ich mir jeden Morgen den Schädel anhau, wenn ich aufstehe. Sonntag, dusch, komm mal, dusch, komm mal, dusch, komm mal, dusch, 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 dusch. Ja. Wie fühlen Sie sich? Warte, wie ich mich jetzt fühle? Mit dem Puppeln Tee trinken und so. Und das hat sie halt diesmal mit ihrem Papa gespielt. Die hat ihrem Papa immer ganz viel Wasser eingeschenkt und Tee trinken haben sie gespielt und der Papa hat immer gesagt,
gut ist das Kind, gut, nimm, 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 gut, 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 und noch eine Tasse und noch eine Tasse. Er hat sich gefreut und sie hat sich gefreut und gut hat ihm der Tee geschmeckt und das erzählt er dann ganz stolz seiner Frau, wie toll sie gespielt haben und wie super der Tee geschmeckt hat. Seine Frau schaut ihn an und sagt, Schatz, dir ist schon klar, dass der einzige Ort, an dem deine Tochter zu Wasser kommt, die Klo-Muschel ist, oder? Und seitdem habe ich einen Stockerl zum Draufstecken. Okay, Anna, bitte. Bitte, warum nervst du hier die Leute mit deinem Privatleben? Das interessiert die nicht, das sind Fremde. Die haben Zeit dafür. Ja, wurscht. Ich putze hier nicht allein die Wohnung. Die Betten müssen abgezogen werden, der Große muss von der Schule abgeholt werden und du hast Zeit zum Reden. Ja. Eine Mutter hat keine Zeit. Was ist das für ein Saustall hier schon wieder? Jeden Tag räume ich das Chaos weg. Die Handtücher hätte ich wirklich nicht bügeln brauchen, ha? Gebe es auf und ordne alles in mich rein. Ist das Shampoo? Aber niemals bekomme ich dafür großen Dank. Da liegt Kaka. Immerzu sag ich mir, nimm's nicht zu. Das sollten wir jetzt schon desinfizieren. Bist nicht nur die Putze, bist auch eine Frau. Sag, hörst du mir überhaupt zu? Ich umarm die Kinder, schließlich gibt das Haar. Hanna, mit wem sprichst du da? Und mein Großer sagt, Mama, du bist echt schon alt.
Kandidaten, letzten Kandidaten zugleich weitergeht. Sie bekommen dann von mir jeweils einen Zettel. Und da schreiben Sie entweder den Namen oder die Startnummer Ihres Favoriten. Die Jury wird sich dann extra privat zurückziehen und besprechen. Es wird nämlich zwei Aktionen gewinnen. Einmal das Publikum, jemand kühlen und einmal die Jury. Noch Fragen? Oder ist soweit alles klar? Ah ja, und der David von Zwei gewinnt hat gemeint, wenn jemand ein iPhone-Ladegerät hat. Mir sagt, ja. Diese Lichtstimmung, die du da zwischendurch hattest, ach, ja. Könntest du die merken? Und wenn ich dann hier rübergehe in diesen Teil der Bühne, die ja. Einfach so, scheiße, sie haben jetzt unsere technischen Rider geleakt. Ist das mit der ich kann dir nur einen Spot anmachen. Ja, genau, nur den. Ja, okay. Geil. Guten Tag, ich. Schön. Da freuen wir uns drauf. Gut, dann geh nochmal auf. Ich glaube, es hat jemand ein iPhone da gelegt. Ja, wer? Ich wollte nur fragen, ist es ein USB? Ich glaube, das... Hat er ein USB? Lautet man den? Nein. Bitte? Nein. Okay. Das kann man nachher sicher auch erklären. Ich glaube, es reicht noch bis zum Schluss. Das ist noch da. Gut, alle Infos. Okay. Gut, alle Infos zum nächsten und letzten Kandidaten gibt es unter www.florenreichel.at und seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf die Erzählung. Schön, dass Sie alle trotz des tollen Wetters den Weg hierher in Hörsaal 1 gefunden haben. Ich begrüße sehr herzlich Sie, geschätzte Kollegen, und Ihnen eine völlig vertrottelt unnötige Höflichkeitsfloskel in meinen Augen. Weil die Kollegen außen hören es eh nicht. Ha! Ich hab doch auch Humor. Soll mir noch einer an diesem Hort des Wissens und der Bildung erklären, warum ich immer bei der Beurteilung der Studentenzufriedenheit mit den Lehrveranstaltungsleitern immer durch die Finger schaue? Aber das, ja, ich begrüße Sie sehr herzlich hier als angehende Literaturhistoriker, wenn Sie meinen, zum ersten Teil, also eigentlich zur Lehrveranstaltungsvorbesprechung meiner Ringvorlesung, Aß Goethe Fischstäbchen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Nein. Gut. Ich begrüße sehr herzlich zum Teil ersten meiner Aß Goethe Fischstäbchen. Ja. Ich sehe so viele fragende Augen. So viele fragende Augen. Worum wird es hier heute Abend gehen? Tja, mir geht es in erster Linie darum, ein interdisziplinäres Happening aus dieser Lehrveranstaltung zu machen mit Ihnen. Interdisziplinarität wird hier bei mir groß geschrieben. Ich möchte wirklich versuchen, die Wechselwirkungen zwischen Literatur und Kulinarik am Beispiel Johann Wolfgang von Goethes festzumachen. Und dazu beginnen wir vielleicht mit einer kurzen Begriffsdefinition. Falls die eine oder andere Kollegin mitschreiben möchte. Gibt es Fragen aus der hinteren Reihe? Gut. Begriffsdefinition. Ein Poltergeist hier im Hörsaal. Max Planck, grüße. Begriffsdefinition, ich fahre fort, da brauchen Sie mich nicht schrecken, da tut Ihnen nichts mehr. Begriffsdefinition, was sind Fischstäbchen? Fischstäbchen sind, wie es der Name schon vermuten lässt, eine Form der Verniedlichung. Korrekterweise spricht man in der Wissenschaft von der Gattung
der Staben. Diese unterteilt sich zum einen in die sogenannten Nutzstaben, sind die Räucherstaben, die Wattestaben und die Buchstaben, Stabus Stabinutus und deren Konglomerat, die sogenannten Zierstaben, Stabus Stabicius. Deren prominentesten Vertreter sind die Fischstaben und die etwas exotischeren chinesischen Essstaben. Dann möchte ich vielleicht noch eine zweite Definition vorwegschicken, das ist ein bisschen komplexer. Was ist Goethe? Vielleicht eine etwas spannende Frage, auch für die geisteswissenschaftlich Angehauchten und Ihnen zum Mit nach Hause nehmen. Ja, ist Goethe eine energetische Ausgleichsströmung zwischen Yin und Yang? Ist er ein Autor oder vielleicht, was ist Goethe? Selbst keine Ahnung. Die Wissenschaft ist an diesem Punkt nicht einig, wie so oft. Das sind die Grenzen der Wissenschaft, meine Damen und Herren. Dann möchte ich Sie kurz informieren, wir werden heute nicht weit kommen im Stoff. Die Vorlesung wird sich chronologisch am Leben Wolfgang von Goethes orientieren. Das heißt, wir filetieren den guten alten Herrn entlang der Zeitgräte. Wir beginnen in den ersten paar, zwei, drei Wochen mit der fischfreien Kindheit und Pubertät Goethes. Dann kommen wir, ich hoffe, wir schaffen es bis in, Anfang November hinein, kommen wir zu den ersten Kontakte Goethes, die dokumentiert sind während seiner Studienzeit in Leipzig. Hier lassen einige eingetrocknete Speisereste auf den Unterlagen seiner Studienzeit darauf schließen, dass er immer wieder freitags in einer der armen Ausspeisungen der Stadt Fischfrikadellen zu essen bekommen hat. War das ein Rumoren? Na, auch das ist strittig in der Wissenschaft. Ja, da sind sich längst nicht alle ein, das sage ich Ihnen. Ja. Ich berufe mich da allerdings auf diverse Schriftstücke aus Goethes Feder persönlich, beispielsweise das heute nach wie vor brandaktuelle Drama Iphigenie kauft Thunfisch oder die allseits bekannten Leinen des jungen Werthers neben dem Netz von Berlichingen, eines der zentralen Werke des Sturmumfangs. Dann kehrt er nach Hause zurück nach einer etwas ermattenden Studienzeit, kann sich der eine oder andere von Ihnen vielleicht sogar noch vorstellen. Nach Hause kränklich und schwach an den mütterlichen Herd. Seine Mama versucht ihn mit einer speziellen Diät aus Reis, Kartoffeln und Bohnen wieder aufzupäppeln. Was aus dem fast vollständig erhaltenen Briefwechsel zwischen ihm im Schlafzimmer und der Mutter in der Küche hervorgeht. Dann folgt, wie immer, im Leben eines jungen Menschen der Ausbruch, die Flucht, die Reise nach Italien. Hier befassen wir uns mit einigen Restaurantbelegen aus überteuerten Touristenfallen entlang der Adriaküste. Das ist mir heiß. Und auch hier gibt es natürlich wieder Parallelen Goethes im literarischen Schaffen. Ja, freilich. Gibt's. Wer kennt nicht das schöne Gedicht vom Fischerlehrling? Walla, walla, samt der Flossen, soß begossen, reich begraten. Ich möchte dann weitergehen, es wird in Ende, ich hoffe, wir schaffen es vor den Weihnachtsferien, dass wir ein bisschen Zeit haben, das auch im Eigenstudium durchzuarbeiten. Einen kurzen Exkurs, auch Schillers Werk wurde maßgeblich beeinflusst von Goethes Italienreise, ob in Kalmare und Liebe, in der Fischermilieustudie die Reusen oder in der allseits bekannten Plattfischfamiliengeschichte die Butschaft. Überall findet sich die Spur des großen Meisters wieder. Und wenn wir noch Zeit haben, ja, wie die Bildungsreform heute eh schon eingehend behandelt wurde, ich bin mir nicht sicher, ob wir das 2015-16 durchkriegen, möchte ich mich natürlich noch der Schwanzflosse des Lebens Goethe widmen und sein jähes Ende, den kalten Entzug, letzten Endes, sagen wir es wie es ist, den Tod Goethes durchnehmen. Seine letzten Worte, allseits bekannt, mehr Fisch oder mehr Licht, je nach Quelle. Eine eigens von Napoleon, höchstpersönlich an Goethe adressierte Eilsendung mit einem rettenden Kabeljau, kommt leider zu spät. Und diesem Wort übrigens für die Geisteswissenschaftler unter Ihnen kommt nicht zur Prüfung, leitet sich übrigens von diesem Geschehnis, Verzeihung, leitet sich das Wort Depesche ab. Depesche ist ja französisch und bedeutet wörtlich übersetzt für die Fisch.
dann würde ich sagen, lass mal die Vorbesprechung gut sein, mir ist heiß. Und Sie wollen auch raus noch was mit dem netten lauen Abend anfangen. Wir sehen uns nächste Woche hier. Und wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, danke ich für Ihren Beifang. Und ja, raus mit Ihnen. Ich gehe zurück in mein Büro. Selber perfekt sein. Warum sollten mich alle Menschen lieben? Weil ich so nett bin. So süß. So schöne blaue Augen. So feine, zarte Lippen. Weil ich so verantwortungsbewusst und intelligent und talentiert bin. So höflich und ruhig. Weil ich so ein toller Bruder, Sohn und Zuhörer bin. Weil ich mich immer so schön zurückhalte. Rein logisch betrachtet. Wenn Fehler bedeuten, nicht geliebt zu werden, müssen keine Fehler bedeuten, geliebt zu werden. Jedes Baby weiß, 8 × 7 ist 56. Und jeder Erwachsene weiß, wir bestehen doch alle nur aus Hydroxygencarbonat. Hydroxygencarbonat. Ich kann einfach niemanden lieben, der nicht perfekt ist. Einmal habe ich eine getroffen. Eine Miss Perfect. Bei der war der Name Programm. Perfekt. Lateinisch, sie ist Vergangenheit. Ich muss an der Stelle kurz dazu sagen, das Glas ist leider heute gebrochen beim Transport. Eigentlich ist das ganz voll. Ja, das ist jetzt Fiktion. Sie ist so schön. Sie ist perfekt. Und so voller Feuer. Ihre Brüste sind irgendwie ein bisschen klein. Und der eine Schneidezahn ist irgendwie schief. Eigentlich ist sie fett. Zieht sowas an. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Es ist ein Fehler. Ein Fehler bist du! Brauche ich nicht.
Wo liegt die Lösung? Wo liegt die Lösung? In der Mathematik. Das Gaußsche Eliminationsverfahren. Ersetze, eliminiere eine Unbekannte, indem du sie durch eine andere Unbekannte ersetzt. So lange, bis du alle Unbekannten durch hast. Das ist... Ich hätte den Philipp damals hauen sollen. Und den Johann. Und den Papa. Ein Fehler. Wessen Fehler bin ich? Ich und die Nadja haben was für die Musiker.
Hat entschieden, ja, dass der heutige Sieger des GLG-Kabarett-Abends ist, Leo Torrisa. Und zwar hätte ich das vorgesehen gehabt,
Und das ist ja wirklich Ironie des Schicksals, nachdem ich die Publikumsausscheidung gewonnen habe, brauche ich mich gar nicht zu trösten. Auf Facebook habe ich nämlich eine Facebook-Freundin, die immer so tröstliche Memes postet, so Geschichten wie stirbt der Bauer im Oktober, braucht im Winter kein Pullover oder 50 Shots nichts. Und letztens bin ich auf Google gegangen, aber aufs falsche Facebook gekommen. Das war wirklich bizarr. Und das dürfte auch das ältere Facebook sein. Ja? Facebook ist eine plumpe Fälschung von diesem Facebook. Das ist ein Online-Katalog für orientalische Kopfbedeckungen. Keine Angst, es kommen jetzt keine Mohammed-Karikaturen. Da bin ich wirklich sehr auf ihre Gesundheit bedacht. Und schauen wir mal kurz rein in dieses Facebook, in diesen Face-Katalog. Da hätten wir das klassische Poker-Face. Ja. Und diesen Face, den kann man auch verwenden für Schnippschnapp oder Uno. Ja. Den Kartenspiel ihrer Wahl. Sogar für die Kleinsten gibt es schon den Face. Ja. Das ist der Baby-Face. Idealer Stauraum auch für Ersatzwindeln und Feuchttücher. Da ist die Freude groß. Schade, und auch Hollywood hat den Face entdeckt. Gerade für den Hollywood-Bösewicht ist es die ideale Kopfbedeckung hier, ein Batman-Bösewicht Two-Face. Ja, der gibt sie mit einem nicht zufrieden, ja, es müssen gleich zwei sein. Und so viel Maßlosigkeit muss natürlich bestraft sein, direkt von Batman gleich. Und bleiben wir bei den Bösewichten hier, die Mafia hat den Face entdeckt, Scarface, Pacino hat auch so einen Face auf. Und Sie sehen hier, die geübte Hand mit Nadel und Faden lässt sich da vieles reparieren. Es wird so viel wegschmissen heutzutage, man muss ja nicht alles wegschmeißen. Ja. Bleiben wir gleich in Hollywood. John Travolta gegen Nicolas Cage erleben Sie bei Face Off. Ja. Da geht der Face flöten und auch die Frisur ist dahin. Ja. Schauen wir weiter. Gerade bei älteren Herrschaften ist es auch eine Frage der Höflichkeit, das Facelifting. Ein Facelifting. Oh, schauen Sie, das Gegenüber freut sich. Ich habe das jetzt nicht näher spezifiziert, ob das ein Herr oder eine Dame ist, aber die Freude ist sichtbar. Und obwohl es in den 90er Jahren so eine Protestbewegung gab, die nannte sich Face No More, kennen Sie vielleicht noch diese Protestschilder, gibt es in Marokko jedes Jahr ein großes Festival. Gebe ich dir bloß für ein Baby.